Hallo und herzlich willkommen, liebe Piratencrew. Schön, dass ihr heute bei unserem ersten Podcast der HSG Baggersee Piraten dabei seid. Ich bin der Philipp und stelle euch jede Woche eine andere Person aus unserem Verein vor. Wir wollen euch einfach ein bisschen up to date halten, wie es uns geht, was wir so machen. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, direkt hier unter dem YouTube-Video. Folgt uns auf Instagram, lasst Kommentare da. Schreibt uns, wir gehen gerne auf alles ein. Ja, beginnen wir doch zugleich. Mein erster Gast heute, Johannes. Hi, schön, dass du da bist. Hi, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Erste und wichtigste Frage vorweg, wie geht's dir? Im Moment sehr gut eigentlich. Habe auch so in der Corona-Zeit meinen Alltag gefunden. Mach da meinen Sport, Uni. Ja, was man alles so machen kann in der Zeit. Ja, wichtigste schon mal, dass dir gut geht. Ich glaube, anders hätte ich dich auch hier heute nicht reingelassen. Läuft. Ja, erzähl doch mal deinen Alltag. Kein Handball mehr, kein alltägliches Training. Was machst du den ganzen Tag? Wie hältst du dich fit? Und was studierst du eigentlich? Also erstmal, ich studiere Betriebswirtschaftslehre in Aschaffenburg. Jetzt im fünften Semester. Hoffentlich bald fertig. Was mache ich in der Zeit? Also im Moment, ich habe zwei Hausarbeiten zu schreiben, deswegen bin ich daher ganz, ganz gut bedient, dort was zu machen. Natürlich mal das ein oder andere PlayStation-Spiel in der jetzigen Zeit wird natürlich auch wieder angespielt. Haben wir auch schon mal letzteres gegeneinander gespielt. Ging nicht so gut für mich aus, aber da kann bestimmt der eine oder andere ein Lied davon erzählen. Ansonsten, klar, versuche nicht jeden Tag, aber immer mal wieder Sport zu machen, laufen zu gehen. Jetzt habe ich die letzte Woche nicht, war ich nicht bei Laufen, weil es mir ein bisschen zu kalt war. Aber ich habe ein bisschen Glück. Ich habe mal vor 2 Jahren mir eine Langhantel gekauft gehabt mit einer Bankdrückstation. Bisher habe ich die jetzt noch nicht so oft gesehen, aber die kommt mir jetzt in der Zeit zugute. Habe die im Keller aufgestellt mit so ein paar, mit einem Wackelbrett. Theraband liegt unten, wo man jeden Tag oder jeden zweiten Tag mal ein bisschen was machen kann. Ja, was machst du? Ja, bei mir, ich gehe regelmäßig zu unserem Physiotherapeuten in den zweiten Behandlungsraum, der so ein kleiner Fitnessraum ist. Aber es fehlt halt doch der Handball, also man merkt es dann. Ja, das stimmt, ja. Bei uns doch, die Motivation ist natürlich gegeben, wenn man sich bewegen will. Aber es ist was anderes, ob man vor einer vollen Halle spielt oder mit seinen Jungs im Training die ganze Zeit rumhängt. Ja, ich glaube, da sind wir uns beide einig, dass wir beide nicht die größten Pumper im Kraftraum waren oder sind. Aber natürlich findet man immer wieder, denke ich, neue Sachen, die einem Spaß machen und die macht man dann auch. Aber zum Thema größter Pumper, ich kann mich da eine Zeit erinnern, ich glaube, es war vor 2 Jahren, da waren wir in einem Kraftraum, hatten ein Krafttraining. Wer aus unserer Mannschaft hatte denn da gesagt, dass er der Stärkste ist und wollte die Übung vormachen? Ja, gut, das war vor 2 Jahren, Philipp. Da war ich noch, kam ich frisch aus der A-Jugend, da war ich fit. Habe ich mich vielleicht ein bisschen überschätzt am Anfang, aber dass ich noch zu den Stärksten aus der Mannschaft gehöre. Das würdest du nicht mehr sagen? Doch, würde ich schon noch sagen. Ich pumpe zwar nicht sehr viel, aber einer der Stärksten bin ich trotzdem noch. Ja, jeder von euch, der Johannes kennt, auf dem Spielfeld, ein Bär in der Abwehr, eine Kante im Angriff. Ja, ich glaube, wir stellen so den breitesten Mittelblock der dritten Liga, oder? Mit dir, Kohli noch. Nicht nur den Mittelblock generell, breit und groß. Aber Thema A-Jugend, du bist damals frisch aus der Hanauer A-Jugend zu uns gekommen, hast deine Jugendzeit natürlich bei uns in Niederroden begonnen als gebürtiger Niederröder, als Urgestein hier. Dann ging es, glaube ich, nach Großwaldstadt und dann nach Hanau. Und dann kamst du wieder zurück. Wie war es denn damals? Du hattest dein erstes Spiel bei uns in Niederroden, standst erstmal mit uns in der Kabine. Erzähl doch mal davon, wie also, das erste Feeling war. Wir waren das am Anfang. Also, ich glaube, der Alex Hauptmann hatte mich damals, also ich habe ja so oder so mal bei der ersten schon mittrainiert, ein, zwei Mal die Woche. Als ich 17 war, habe ich auch zweite Mannschaft gespielt. Und dann war es irgendwann so gewesen, dass, ich weiß nicht, ob Alex Weber, es waren einige verletzt gewesen im Rückraum und dann, weil ich jetzt schon mitgespielt hatte oder beziehungsweise mit trainiert hatte schon länger, hat er gesagt, ja, wir kommen dazu, wenn es passt, wenn du eingewechselt werden musst, kommst du rein. Wie gesagt, dann saß ich auf der Bank. Ich glaube, das war gegen Kirchzell. Ja, es müsste gegen Kirchzell gewesen sein. Und ich glaube, dann war es natürlich relativ schnell ging es, dass ich eingewechselt wurde, weil Philipp bei dir
reicht es nicht immer so lange. Alt bekanntes Problem. Ja, genau, da kam ich rein und ich war so krass aufgeregt. Also normalerweise, war nie groß aufgeregt vor Spielen oder sonst was, also in der Jugend. Und auch in der zweiten Mannschaft ging es eigentlich, aber dann vor den Fans da reinzukommen, das war schon, also ich war schon mega aufgeregt. Aber es ging eigentlich. Mein Debüt war okay. Und jetzt etabliert mittlerweile, seit wie vielen Jahren bist du jetzt bei uns? Also ich habe dieses Jahr die fünfte Vorbereitung mitgemacht bei der ersten, aber also richtig dabei seit 3 Jahren jetzt, ja. Und zählst immer noch zu den Jungen? Ja, ich bin immer noch einer der Jüngsten. Ne? Ich habe mittlerweile ein bisschen Glück, wenn ein paar Jugendspieler dabei sind, dann komme ich da raus aus dieser jüngsten Geschichte, aber wenn wir mit dem normalen Kader sind, dann ja. Wird schwer, bis wird schwer. Wenn Ketil dann dass er jetzt regelmäßig ja, dabei ist. Auch Magnus, die sind jünger als ich und ja, da komme ich ein bisschen raus da. Wie war das eigentlich damals? Ich kann mich da an eine schöne Story in der Kabine erinnern früher. Du wolltest früher dich in der Kabine umziehen. Wo war denn genau dein Platz bei deinem allerersten Spiel? Boah, nicht nur bei meinem allerersten Spiel. Also im Training ging es eigentlich immer. Da habe ich immer dann den Platz vom Alex Hauptmann genommen. Aber klar, beim Spiel war das dann so eine Sache. Es war kein Platz mehr frei. Alle hatten ihren Sitzplatz, ihre Tasche reingestellt. Jeder wollte seinen Platz haben. Und dann war es so, dass ich meine Tasche in die Mitte gestellt habe, mich in der Mitte umgezogen habe. Also natürlich mich hingesetzt habe, wenn ich Glück hatte. Und einer war irgendwie noch draußen, hat sich da aufs Spiel vorbereitet. Und dann wollte ich mich da hinsetzen. Ja, und dann stand da meine Tasche mitten im Raum und beim Duschen musste ich dann auch eher gucken, ja, wann welche nicht duschen waren, okay, damit ich dann schnell da duschen konnte und ja. Das ist ein bisschen. Es ist, glaube ich, in jeder Mannschaft so, dass in den Herren und den Damen jeder seinen festen Sitzplatz hat und ja, wer zuerst kommt, mal zuerst, heißt es ja. Aber als dann die Saison zu Ende war, war das Erste, was ich gemacht habe, ich weiß gar nicht, wer da gegangen ist oder welchen Platz ich mir dann geholt habe, das war das Erste, was ich nach der Saison gemacht habe, mir einen festen Sitzplatz zu holen. Ja, da gibt es, glaube ich, noch einige bei uns in der Mannschaft. Ich denke, Neville kann ein ähnliches Lied von singen. Ja. Die das genauso getroffen haben. Der Schritt aus der A-Jugend, was kannst du denn unseren Jungen oder generell den jungen Talenten, wir haben ja eine sehr gute Nachwuchsarbeit, ans Herz legen, wie man sich am besten in der Herrenmannschaft etabliert, was muss man machen, woran sollte man arbeiten, ja, ein paar Tipps für die Jungen. Also, so der erste Schritt, der mir viel geholfen hat, war natürlich das, dass ich bei der ersten Mannschaft mittrainieren durfte. Das kann man, also das weiß nicht, ob das kann wahrscheinlich dann nicht jeder, aber wenn man da schon mal in dem ersten in dem zweiten A-Jugendjahr schon bei den Aktiven mittrainiert, ob es erste, zweite oder dritte ist, völlig egal, das bringt einen schon weiter. Wenn man dann natürlich Glück hat, irgendwie Glück mit dem Trainer, sonst was, und da schon die ersten Spieleinsätze bekommt, bringt das auf jeden Fall einen richtig weit, weil also der Unterschied bei mir zwischen A-Jugend-Bundesliga und dann erste und zweite Mannschaft, ich habe ja erst zweite Mannschaft noch gespielt, war gar nicht mal so dieses Ausdauer, Schnelligkeit oder sonst was, das war eigentlich gar nicht das Problem, aber du kannst halt nicht, du wirfst halt schon mal von 2 Meter weiter hinten gefühlt. Da hatte ich schon mega Probleme, weil ich immer zu nah an der Abwehr war. Und dann kommt noch dazu, dass halt in der 1-1, also wenn man denkt, ich habe so oft die Situation gehabt, ich habe gedacht, ich habe die 1-1 gewonnen, wollte den letzten Schritt durchziehen und ja, dann hat mich Tim Henkel mit einer Hand einfach kurz festgehalten. Und ich stand dann da, hat mir da nichts gebracht, wo ich gedacht habe, ich bin schneller als er oder sonst was. Ja, das sind halt so Sachen, dass man sich früh daran orientiert, da mitzutrainieren, mitzuspielen, alles mitnimmt, was geht, jede Trainingseinheit und natürlich viel, viel Krafttraining macht. Also nicht nur für Verletzungsprophylaxe, sondern auch, um dann dort bestehen zu können. Das ist ganz wichtig, ja. Tim Henkel hat ja nicht nur die Jungen zur Verzweiflung gebracht, sondern auch, jeglichen Gegner in der Liga, gefürchtet in der Liga, als kleiner Terrier. Ich habe ja das erste Jahr, glaube ich, neben ihm gespielt gehabt. Ja. Und das hat mir so viel geholfen, weil ich einfach wusste, ich muss mich nur um einen Spieler kümmern. Und ich musste einfach nie bei Tim aushelfen. Immer wenn ich mir ausgeholfen habe, hat er mich angeguckt und hat gesagt, sag, was machst du hier? Guck auf deinen Gegenspieler und ich kümmere mich um meinen Gegenspieler. Mach dir keine Sorgen.
Das hat echt, da konnte ich erstmal mich auf meinen Spieler konzentrieren, ja. Ja, hat auf jeden Fall sehr große Vorteile. Und du Natürlich. hast gesagt, alles mitnehmen, was geht. Bei dir war ja auch immer das Gute, du warst fleißig, hast eigentlich auch nie Nein gesagt. Also wenn du gesagt wurde, spiel für die zweite, warst du da und hast 100% Einsatz gezeigt. Warst nie im Training, hast 100% Einsatz gezeigt. Also da gab es nie irgendwie, nee, ich spiele A-Jugend-Bundesliga, ich bin zu gut für die Landesliga, aber wirklich immer fleiß da. Und ich denke, den Unterschied hat man dann auch immer gemerkt, dass halt doch Ja diese gut, Erdler, diese aber du musst Mannschaft. auch sagen, also unabhängig davon, ob das Niederroden oder gibt jetzt ja auch mehrere Vereine, die das auch so machen, ob es Hanau oder Gelnhausen, die fahren ja eine ähnliche Schiene. Du musst halt quasi auch das Glück haben, dann in der Situation das Vertrauen zu bekommen, also oder auch die Möglichkeit zu bekommen, denke ich, in vielen Vereinen. Was weiß ich, da hast du die Möglichkeit nicht, da hast du entweder mal eine gute erste Mannschaft, eine gute Jugend. Das sind alles so Faktoren, die dann halt damit reinspielen, wo ich halt aber auch extrem Glück hatte und extrem viel Vertrauen von den Trainern, von allen Trainern hatte. Auch mit Hanau oder so hatte ich ja da nie große Probleme gehabt oder so, dass wir da Kommunikationsschwierigkeiten hatten, sondern wir haben es eigentlich immer offen diskutiert und ja, hat man immer eine Lösung gefunden. Sehr schön. Nee, auf jeden Fall auch sehr starken Weg gegangen in der Hinsicht. Gab es für dich damals eine Alternative zu sagen, okay, ich komme nicht nach Niederroden zurück, nachdem meine Jugendzeit vorbei war? Ich meine, mit dem Hauptgrund, glaube ich, war damals bei dir in der Jugend, dass du noch leistungsmäßig sehr, sehr stark warst und ja, dich dem Niveau dann auch in der Mannschaft anschließen wolltest. Also ich glaube, so wie ich es jetzt am Ende gemacht habe, also bin ich eigentlich total zufrieden. Auch das, dass ich damals aus Großwallstadt nach Hanau gegangen bin, weil ich mich dann auch mehr aufs Abitur konzentrieren konnte, weil ich dann selber für mich auch festgestellt habe, okay, ich muss nicht nach oben machen, alles was kommt, ist gut, was nicht kommt, ist nicht schlimm. Aber dann war es halt so gewesen, dass ich relativ früh. Ich bin halt auch in Niederroden, ja auch. Ich wohne in Niederroden und ich bin ja, ich habe hier Freunde und Kenn ich. wenn ich irgendwo hingehe, dann sind dort auch welche vom Handball. Also wenn ich irgendwo, was weiß ich, in irgendeine Gaststätte sonst wo hingegangen bin, dann waren dort auch Leute aus Niederroden. Das heißt, automatisch kann man dort auch einfach ins Gespräch und ja, willst du nicht vorbeikommen und so, dies, das. Deswegen war das eigentlich relativ früh klar, dass ich ja dann in Niederroden anfange zu trainieren und sowas. Das war ja nicht das Problem. Und dann, dadurch, dass ich in der zweiten Mannschaft mein Zweitspielrecht hatte, war eigentlich, gab es keine Option, woanders hinzugehen. Also ich habe mich so wohl gefühlt und ich habe hier gemerkt, ich bekomme alle meine Möglichkeiten. Ne? Ja, deswegen gab es eigentlich keine nennenswerte Option. Ja, man muss ja sagen, bei uns wirklich das Gute, wir kennen uns jetzt schon ewig. Abgesehen vom Handball, das ist ja auch wirklich sehr familiär. Das komplette Zeltlager-Crew, sage ich jetzt einfach mal, Ja, hat stimmt, irgendwann stimmt, mal ja. Handball gespielt, war irgendwann miteinander verwurzelt im Sport und in der Freizeit. Also da war schon einiges gegeben hier. Kann ich voll und ganz nachvollziehen, war auch so mit ein Grund, warum es mich niemals weggezogen Ja, hat. Also ich das hatte ist damals meine gegebene Jugend ja hier, die regelmäßig Höchstliga, damals Regionalliga noch gespielt hat, dazu alle Freunde. Wobei, ich glaube, es sind auch mega Erfahrungen, wenn man nochmal den Verein wechselt in der Jugend, also wenn man sich kennenlernt, da. Also unabhängig von der Rivalität und sowas, die man natürlich, so eine gesunde Rivalität gehört immer dazu, zu Hanau, Großwallstadt und sowas. Also die Möglichkeiten, die ich dort bekommen habe, waren die besten Möglichkeiten, die ich hätte bekommen können. Also das muss man einfach so sagen. Die 3 Jahre Großwallstadt habe ich enorm viel gelernt. Nicht nur was mit Handball zu tun hat, auch wenn man 5-mal die Woche trainiert und am Wochenende noch 2-mal mit den, dann sind es deine besten Freunde so ungefähr, weil du ja nichts mehr, Ja, hast absolut. ja nichts anderes dann. Deswegen so eine Teamgeschlossenheit und sowas. Und man hat halt auch immer noch Freunde. Dann, als ich 2 Jahre da in Hanau war, die haben mir auch alle Möglichkeiten gegeben, haben nie irgendwelche Steine in den Weg gelegt oder so. Deswegen war das schon, klar, war das schon gut, ja. Ja, jeder, der dich kennt, der dich schon mal hat, auch andere Sportarten spielen sehen, sei es Tennis, okay, dann sei es. Ist in der Wachstumsphase noch. Du hast ja viel Tennis in der Corona-Zeit gespielt. Wir haben unter anderem gegeneinander gespielt, haben uns heiße Duelle auch gegeben. Aber wer dich schon mal Fußball spielen sehen, weiß, dass an dir so ein kleiner Ronaldo verloren gegangen ist. Also, dass du mit dem Ball machst regelmäßig bei Jung, ja, alt verzweifelt da schon und setzt deine persönliche Manndeckung gegen dich an, damit du ja nicht Ja, durchdribbeln ja. kannst. Und
die längsten Beine sollen dich verteidigen, damit sie irgendwie noch hinterherkommen, wenn du dran vorbei bist. Philipp Wunderlich kann da, glaube ich, ein Lied von singen. Wie kam es bei dir dazu, dass du trotz dieses fußballerischen Talents trotzdem am Handball gelandet bist und nicht? Also, das war, also gut, ich habe natürlich auch ein bisschen in der Familie, mein Onkel hat Handball gespielt, mein Opa, also mein Opa hat damals Feldhandball noch gespielt bei Niederroden. Und so ein bisschen war das schon auch, ja, in der Wiege, aber ich war damals im Kinderturnen, glaube ich, auch bei der Maria, wie einige in Niederroden, ne? War ich im Kinderturnen gewesen, ne? Und das Problem war, also ich war gerne im Kinderturnen und ich hätte auch bis heute gerne, also ich hätte viel länger Turnen gerne gemacht, aber nebendran war immer, also ein Drittel war Turnen und das zweite Drittel war quasi Handball. Das war eine E-Jugend, sonst was, ich weiß gar nicht mehr. Und da habe ich immer an einem Fenster gestanden, an der Tür, das sind ja diese zwei Türen, und dann stand ich dort und habe immer vor dem Training, vor dem Turnen an der Tür gestanden und habe immer geweint, dass ich jetzt ins Kinderturnen muss und nicht ins Handball gehen kann. Und genau, dann hat meine Mutter irgendwann gesagt, ja, okay, du gehst jetzt auch, dann geh halt auch mal ins Handball. Und dann war ich dort im Handball. Und nach dem ersten Training, ich habe nur geheult, ich habe gesagt, ich will nie wieder ins Handballtraining gehen. Warum? Ich weiß nicht ganz genau, aber weil ich halt auch so schlecht war und also ich hatte noch nie vorher irgendwas mit Handball da zu tun gehabt. Aber dann hatte ich Glück gehabt, dann habe ich beim Günther Wader, der hat mich dann so ein bisschen unter die Fittiche genommen. Ich glaube, der Günther, der hat auch einige trainiert, ja. Ja. Der hat mir dann so, also nicht so Einzeltraining kann man jetzt nicht sagen, aber hat mir halt dann schon so die ersten Schritte vom Handball beigebracht und bis heute bin ich da sehr glücklich, dass ich die Möglichkeit hatte dort und dabei geblieben bin, ja. Und wegen dem Fußball, also Fußball habe ich generell, ich habe mein Leben lang, habe ich immer Fußball gespielt, egal wo, ich habe immer Fußball gespielt, weil es ja auch die beste Möglichkeit ist, wenn du mit den Jungs draußen bist oder in der Schule, ich habe jede Pause Fußball gespielt, habe aber nebenbei Tennis gespielt, wo ich auch ganz, ganz gut war, so auf Stadtebene, also dieses Stadtmeisterschaft und sowas und Clubmeisterschaft war ich ganz gut gewesen. Deswegen habe ich Fußball gar nicht erst angefangen, weil ich mit den zwei Sportarten zufrieden war. Aber klar, das ging dann irgendwann nicht mehr, wo ich in Hessenhaus war und sowas war, musste ich Tennis ablegen, aber ich habe immer Fußball gespielt, egal wo, mit Freunden, ich habe immer Fußball gespielt und hab halt ein bisschen Talent in dem Spiel drin. Und, bisschen ist nett gesagt. Wie lange hast du Tennis gespielt? Weil ich habe damals, ich glaube, 13 oder 14 war es. Da musste ich meine Karriere beenden. Musste sagen, okay, entweder ich gehe jetzt zum Tennis oder ich spiele Handball, weil du hast das angefangen. Das kommt bei mir auch hin. Also, Hessenauswahl, zwei Jugenden meistens noch gespielt. Ja, gehabt. 7 bis 13 müsste ich gespielt haben. 6 bis 13, 7 bis 13, irgend sowas auch in der Hinsicht. Ich merke schon, wir haben einen ähnlichen Werdegang mit Kinderturm bei der Maria, Günther Wade in der Jugend trainiert, hatte uns auch ein paar Mal trainiert gehabt, wenn Not am Mann war, da auch wirklich immer mit Herzblut gemacht, auch nochmal danke dafür. Muss man mal Grüße rausschicken, ja. Ja, Tennis, ähnlicher Schritt und dann auch mit den Jugenden und auch mit der Hessenauswahl, die Wege kann ich voll und ganz nachvollziehen. Mein fußballerisches Talent ist leider nicht so hoch, obwohl ich auch gefühlt jede Pause gespielt habe und immer mit den Jungs. Dafür bist du an der Konsole besser, in FIFA. An der virtuellen Konsole haben wir aber genau beim virtuellen Fußballspielen. Da bin ich nicht ganz so gut drin. Also. Da ist dann eher mein Talent, ja, aber sei jetzt dahingestellt, von daher alles gut. Was glaubst du, wie es weitergeht bei uns? Was glaubst du, wie unsere handballerische Zukunft die nächsten Wochen, Monate aussieht? Was sind deine Einschätzungen dazu? Also, ganz schwer zu sagen. Also ich glaube, die Schritte, die jetzt bisher gegangen sind, sind alle gut. Das jetzt auch bis erst Ende des Jahres. Und ich glaube, jetzt wurde ja auch offiziell verkündet, dass bis 31.01. Das Ganze beendet wurde. Also für uns ist es schon richtig, weil wir haben halt ganz viele in der Mannschaft, die arbeiten halt nebenbei. Und ich kann das halt voll und ganz verstehen, dass man da, einmal geht das mit Quarantäne und sowas, aber das darf halt einfach dann nicht nochmal passieren. Und da glaube ich, dass auch bei vielen anderen Vereinen hier in der Umgebung, in unserer Liga, dass das schon gut war, dass wie das so passiert ist.
Im Endeffekt ist es ein bisschen daran gekoppelt, wie sich es jetzt hier quasi entwickelt, also beziehungsweise in Deutschland entwickelt. Und deswegen glaube ich, kann das Ganze noch ein bisschen dauern. Nichtsdestotrotz, denke ich, haben wir auch in der Gesellschaft den Lichtblick mit dem Impfstoff. Mal schauen, wie das weitergeht. Wie hat Jan schon vor Monaten gesagt, ich habe damals noch immer gelacht und so, man muss flexibel sein. Und damals war das noch. Stichpunkt heutzutage, ja? Habe ich damals noch gelacht immer, als er das gesagt hat, aber heute ist das wirklich so, du denkst in der einen Woche, wir trainieren am Montag, dann wird dieser Lockdown beschlossen, dann trainieren wir in 2 Wochen, dann schaust du wieder in 2 Wochen, es hat sich nicht verbessert. Deswegen muss man immer flexibel sein, aber man muss immer positiv gestimmt sein. Das denke ich, ist so meine Meinung. Also ich verliere jetzt nirgendwo den Spaß dran. Ich war am Anfang ganz froh wieder, also auch beim ersten Lockdown, wo man die ersten 2 bis 4 Wochen denkt man, oh ja, mal kein Handball, weil es ist bei dir auch so. Du hast seit wir denken können, machen wir jede Woche Sport, jeden Tag quasi. Ja. Für mich ist das schon komisch, wenn ich dienstags nicht um 19 Uhr in der Halle stehe. Dann sitze ich um 19 Uhr daheim und frage mich, was mache ich jetzt eigentlich, weil ich habe da Training. Zur Trainingszeit hast du schon. Naja, danke. Naja, anderes Thema. Aber mittlerweile ist es halt so, man sich da eingelebt, aber natürlich, wir alle haben richtig Bock, wieder Handball zu spielen und auf kurz oder lang wird es auch wieder passieren. Bin ich fest davon überzeugt und wir müssen einfach positiv bleiben. Ja. Ich denke, da sprichst du auch für alle. Ich denke, wir alle haben momentan wieder mega Bock. Es ist auch ungewohnt einfach, wenn man euch nicht die ganze Zeit sieht. Also ich meine, mit meinen Handballjungs verbringe ich momentan weniger Zeit oder gar keine Zeit und die habe ich sonst immer fast mehr gesehen als meine Familie, seitdem ich ausgezogen bin. Also, ja, das stimmt schon, ja. Neben dem Handball war nur die Arbeit, wo mehr Zeit verbracht wurde. Ist ein komisches Gefühl. Ich denke, wir sind da alle hoffnungsvoll, dass es bald wieder losgeht und haben auch alle richtig Bock. Ich muss ehrlich sagen, mein Körper hat es schon wieder nach, wenn wir nur kurz gespielt haben, wir hatten ja eine sehr lange Vorbereitung, gut getan, dass er mal ein bisschen ruhen konnte, wieder die Wehwehchen und die Schmerzen, die an der einen oder anderen Stelle sind, konnten auskuriert werden. Gut, in deinem Alter habe ich noch gedacht, Physio, für was braucht man den, ne? Warum gehen die Leute zum Füße? Schmerzen gibt's nicht. Heutzutage denke ich mir, wow, Kai, Thorsten, Markus, ihr seid meine besten Freunde. Ja, also, das kann ich mir vorstellen. Aber mal schauen, wie es weitergeht. Irgendwas wollte ich noch fragen. Fällt mir bestimmt nochmal ein. Ja, alles gut, aber was glaubst du, deine Ziele noch für diese Saison? Glaubst du, wie wird es zu Ende gespielt? Und also was denkst du? Ich denke schon, ich meine, wir haben bis zum 30.06. Zeit und gerade bei uns in der dritten Liga wird auf jeden Fall viel daran gesetzt, dass wir fertig spielen, in welcher Form auch immer. Ich meine, wir haben da ja ein paar Sachen gesagt bekommen, wie es weiterlaufen könnte. Wie es dann kommt, ist, also mir persönlich mittlerweile ist das relativ egal, also wir spielen, ja klar, aber wo wir dann am Ende rauskommen, mir ist wichtig, dass wir, wenn wir spielen, dass wir durchgängig spielen und nicht irgendwie auf jeden Fall 2 Wochen frei, genau, dass alle gesund bleiben und wir am Ende dann schauen, wo wir rauskommen. Aber ob wir vorne, hinten, ich weiß nicht, das ist erstmal so ein bisschen zweitrangig mittlerweile. Das war vor der Saison natürlich anders da. Aber jetzt einfach nur das. Was war denn vor der Saison dein Ziel? Mein Ziel? Ja, nach der letzten Saison, nachdem es keine Absteiger gab, wollte ich schon ganz, ganz oben angreifen. Also mindestens die Platzierung nochmal zu haben. Da spricht der Ehrgeiz. Der Handballer will jedes Spiel. Ja, aber das ist keine Ahnung. Also, ich brauche nicht in die Saison zu gehen mit, was weiß ich, ich will einstelligen Tabellenplatz oder, also von den Platzierungen, die wir vorher hatten, meinte ich jetzt. Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich denke, wer da in die Saison reingeht und nicht jedes Spiel gewinnen will, bei unserer Leistung, die wir zuletzt gezeigt haben, wir sind ja vom Team gleich geblieben, der würde da was falsch sehen. Natürlich muss man nicht übermütig werden. Nein, auf keinen Fall. Und ich kann auch das immer realistisch einschätzen. Und ich meine, wenn eine gewisse Zeit gespielt wurde und das hakt irgendwo, du musst ja auch immer sehen, dass, das haben wir auch vorher gesagt,
Es kann ja passieren, dass du, was weiß ich, du hast ja bei Biberau gesehen, du hast jetzt Mannschaften, ne, die haben 5 Spiele und dann gibt's, Biberau hat, glaube ich, erst ein Spiel gemacht. Ja. Das heißt, theoretisch müssten die ja irgendwann die Spiele aufholen und dann, dass du halt dort dann andere Ziele oder wenn du halt nicht alle gewinnen solltest, ja, dann musst du ja deine Ziele auch ein bisschen umstrukturieren und deswegen muss man das mehr realistisch und dann auch nochmal schauen, wie es läuft. Aber für dieses Jahr ist wirklich erstmal alle gesund werden und ja, alle Vereine über die Runden kommen und sowas. Um das Wichtigste. Mit einem Jugendwort zu sagen, komplett wild die Saison. Ja, die ist sehr, 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 sehr wild. Was hier abgeht, ist sehr, sehr, sehr wild, um mal die junge Sprache hier zu verwenden. Weil ich glaube, wir benutzen sie ja selbst beim Zocken oft genug, wenn wir miteinander übers Headset kommunizieren. Ja, es geht halt schnell, ne? Ja. Du brauchst schnelle, abgehackte Wörter, die du... Schnelle Kommunikation, ja. Schnelle Fakten auf den Tisch bringen, da ist einer wild gut gemacht. Ja, aber dafür jetzt, also ich meine, natürlich schade immer um Handball und sowas, aber die Zeit, die man so frei hatte, besonders auch im ersten Lockdown, also was man so alles Neues gemacht hat, wie heiß man darauf war, einfach neue Sachen zu machen. Ne? Ich war nie irgendeiner, der gerne ins Fitnessstudio gegangen ist. Aber da hat sich dann so eine Gruppe gebildet, die immer ins Fitnessstudio gegangen ist. Ob das war gar nicht mal... Ja, die Studenten, ja, vielleicht, ja. Aber die, die dann so neue Sachen ausprobiert haben. Da ging es gar nicht darum, um 100 Kilo Bankdrücken zu machen, sondern da wurde sich dann an die Ringe gehangen oder sowas und neue Sachen ausprobiert. Dann mit der Tennissache war auch mega geil, wo dann sich einfach 10 Leute beim Tennis anmelden und die Tennisser ja uns da auch entgegengekommen sind. Ja. Einfach diese neuen Sachen zu machen, ne, waren so cool. Also dafür, das war so eine positive Sache eigentlich aus der ganzen freien Zeit. Oder auch, was weiß ich, dass man wieder ein neues Spiel angezockt hat und mit den Jungs. Oder hier Among Us zum Beispiel. Das war ja auch, wie haben wir ja so eine riesen Gruppe da mittlerweile mit ganz vielen anderen. Da sind ja welche aus Bürger dabei. Ganz viele Jungs dabei, wo man dann selbst aus Erlangen, Bundesliga-Spieler, ja, Nico Bühle. Stimmt, ja. Regelmäßig lost in der Gruppe drin. Aber dafür sind die Sachen schon cool, wie kreativ man auch sein kann, wenn man jetzt sich nicht mit 20 Leuten nach Frankfurt fährt. Wie man sich da auch anders betätigen kann, wie man seine Freizeit verbringen kann. Und ja, dafür war die Zeit auch schon, hat schon positive Sachen gehabt. Um natürlich wieder den Hunger auf Handball zu haben. Den hat jeder von uns. Also einfach mal wieder einen Ball in die Hand zu nehmen, ja, und ja, sich das Ding zuzupassen, um die Rüben zu werfen. Ja. Ja, für mich als Abwehrspieler mal wieder einen richtig schönen Ball rauszuspielen oder rauszufangen. Das vermisst man schon. Und vor allem einfach mal wieder zusammen Scheißdreck auf dem Spielfeld. Das ist das Wichtigste. Im Training, ja, das fehlt mir auch. Davor. Es fehlt schon, weil es gab ja immer lustige Themen. Und auch, ja, was leider momentan verboten ist, zusammen an der gelben Tonne stehen nach dem Training nochmal, auch ein Bierchen zusammen trinken, das Essen vorm Ernst und nochmal zusammensitzen, das Montagsessen zusammen einfach mal. Ja, und einfach wirklich über Gott und die Welt da zu babbeln und manchmal länger bleiben, manchmal kürzer bleiben, so wie es einem passt. Aber ja, das fehlt schon. Aber wie gesagt, das ist alles, denke ich, zweitrangig noch. Und ja, wenn es wieder losgeht, dann... Wichtig ist, dass wir alle gesund bleiben. Johannes, neigt sich dem Ende zu. Hast du noch was an unsere Zuschauer, Fans und Zuhörer, was du gerne noch auf den Weg geben willst, bevor wir uns verabschieden? Ja, also im Endeffekt, der klassische Satz, bleibt gesund alle, aber das meine ich wirklich ernst. Haltet euch fit, irgendwie immer mal wieder was machen. Das machen, worauf man Bock haben. Gar nicht irgendwie stur irgendeinen Plan oder was man irgendwo gelesen hat zu machen, sondern einfach das, wenn man was Neues sieht, ausprobieren, machen, ne? Besser als nichts zu tun, sage ich immer. Und genau, ich hoffe, dass wir uns irgendwann alle wieder in der vollen Halle bei einem geilen Derby gegen eine geile andere Mannschaft sich auf dem Spielfeld zu zerreißen, da habe ich wieder richtig Bock drauf und es wird auch wieder kommen. Und ja, bis dahin alle am Ball bleiben und ja. Ich denke auch wichtig, danach wieder alle zusammen mit Zuschauern, mit Trainer, mit Gegner zusammen ein Bierchen auf der Halle trinken und danach das Spiel analysieren, ob es gut war oder schlecht, ob auf einen zukommt. Einfach mal wieder alle zusammen, ja, den Hallentag verbringen und die HSG-Familie wieder vereinen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ja, ich bedanke mich auch bei dir, natürlich. Echt Spaß gemacht, Johannes, ja. Cool, dass du da warst als erster Gast, als
Der auch war cool auf jeden unser Fall. Unser Social Media Beauftragter für Instagram auch. Große Ehre, ich denke, es ist immer gut, auch direkt einen einheimischen. Ja, folgt uns alle auf Instagram, Baggerseepiraten, HSG Rottgau und Niederroden. Folgt uns auf Facebook, lasst ein Like da, lasst Followt. Genau, also überall, wo es geht, wir sind auf jeglicher Plattform. Würde uns freuen, wie gesagt, am Anfang des Videos. Kommentiert gerne, wir nehmen jegliche Kritik positiv aus. Wir machen das hier zum Spaß, wir wollen euch informieren. Und ja, wir nehmen alles an. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, kommentiert es drunter. Geil, weitermachen. Gebt auch Anregungen, was ihr gerne von unseren Zuhörern wissen wollt. Auch auf Instagram könnt ihr uns schreiben, wenn ihr wisst, wir veröffentlichen, wer unser nächster Gast wird im Laufe der Woche, was ihr von dem Gast wissen müsst, möchtet. Gerne jederzeit schreiben. Wir gehen sehr gerne drauf ein und möchten einfach euch mit diesem Podcast einmal die Woche informieren, damit ihr auf dem Laufenden bleibt, wir nicht in Vergessenheit geraten und ihr einfach was von euren Baggersee-Piraten habt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bleibt alle gesund, macht's gut. Wir sehen uns irgendwann wieder zusammen in der Halle. Ich freue mich drauf. Ciao, ciao.